Hallo Welt, da sind wir wieder hier bei den Pfadfinder-Pionierprüfungen. Wir sind doch erst bei den Kaulquappenprüfungen. Hier oben steht aber Pionier. Den Pfadfinder-Pionieren beitreten. Wir haben 3 Tests erfolgreich bestanden, also können wir das vielleicht. Willst du ein Pfadfinder-Pionier sein? Wir freuen uns, immer neue Mitglieder bei uns aufzunehmen. Zunächst musst du lernen, wie eine Kaulquappe zu schwimmen. Erfahre mehr über Bogenschießen, Kochen, Erste Hilfe und vieles mehr. Bitte wende dich mit all deinen Beschwerden an den örtlichen Pfadfinder-Leiter. Ja. Also haben wir noch mehr Kaulquappenprüfungen vor uns. Ich weiß nicht, ob wir die alle machen sollten. Wenn wir jetzt eine Pause machen, dann werden wir wahrscheinlich nie wieder wissen, was wir schon gemacht haben oder nicht. Das müssten wir uns schon notieren. Warum wird das nicht sofort hier gehäkchen? So ein Häkchen dahinter, schon bestanden. Kochen haben wir geschafft, Insektenkunde haben wir geschafft und Medizin haben wir geschafft. Bogenschießen nicht und ich habe... Ehrlich gesagt, wir können nicht 10 Folgen machen hintereinander. Wir machen irgendwann nochmal. Es macht Spaß, aber ich bin dafür, wir machen mal was anderes jetzt. Und wir gucken als erstes mal nicht in den Pip-Boy. Ganz genau, in unsere täglichen Aufgaben und hier besonders in die Weltaufgaben. Moment, die täglichen haben sich auch aktualisiert. Erreiche eine höhere Stufe. Vielleicht bekommen wir ein paar Atome so nebenher noch. Erreiche eine höhere Stufe, während du mindestens Stufe 76 erreicht hast. Interessant. Und in einer Werkstatt sollen wir eine höhere Stufe erreichen. Dann sollen wir, während wir Nachtwäsche tragen, eine höhere Stufe erreichen. Wir haben gar keine Nachtwäsche, das kann man ja gar nicht schaffen. Okay, man hat ja was zur Auswahl hier. Erreiche eine höhere Stufe, während du ein komplettes Clowns-Outfit trägst. Nachtwäsche kann man bestimmt irgendwo finden, dann kann man das auch machen. Erreiche in den Höhlen und Bergwerken eine höhere Stufe. Ja, das kann, glaube ich, jeder machen. Wow, so viel. Ja, da hat man genug zur Auswahl. Also da wäre die Folge vorbei, wenn ich jetzt alles hier durchgehen würde. Nur ganz schnell mal rüberfliegen und gucken, was man hier machen soll. Also verschiedene Arten von Camps herstellen. 5 nämlich. Fury Buff-Tets, Buff-Out, Bären-Mentets und Trauben-Mentets. Auch irgendwas, was wir können... Ja, ich glaube, Psycho können wir herstellen. Stelle Psycho her. 5-mal Psycho her. Ne, verschiedene steht hier. Verschiedene Arten. Okay. Töte Red Skorpione in Savage Divide. Mhm. Dafür muss man natürlich wissen, wo ist Savage Divide. Töte wilde Ghule in Regionen, in denen Atombomben detoniert sind. Das ist doch fast unmöglich, das zu machen. Verwende ein Brettspiel. Hä? Ein Brettspiel? Ich muss mal gucken. Irgendwo müsste ich... Wo ist eigentlich mein Monopoly? Das müsste irgendwo noch sein. Im Keller wahrscheinlich. Das kann ich doch jetzt nicht rauskramen. Dann ist doch der Tag vorbei, die Aufnahmesitzung hier. Woher wissen die überhaupt, dass ich ein Brettspiel verwendet habe? Na, die meinen doch im Spiel. Ach so. Ja, dann müssen die das dabei schreiben. Verwende hier oder in Appalachia oder was weiß ich. Appalachia ist... Naja, okay. Ernte verschiedene Beeren. Oh, Sprengbeeren, Cranberries, wir sollen 5 ernten. Oh, das wäre möglich, das machen wir nebenher. Terbeeren, kann man die ernten? Bis jetzt habe ich hier noch, glaube ich, keine Terbeeren gesehen. In Fallout 4 natürlich schon. Brombeeren geht, Starlightbeeren geht, glaube ich, auch. Brombeeren nochmal. 10, aber, ach so, wir sollen 50, 10, aha. Ernte ionisierte Buckelbeeren, noch nie gesehen. Ernte Redbeeren, habe ich auch noch nie gesehen. Cranberries, haben wir 25, ja, das ist fast, ja, es war eine wöchentliche Aufgabe, ha? Steht dran, wöchentlich. Ach, das ist nicht zu schaffen, ich wollte außerdem was anderes mir angucken. Stelle Kleidung oder Rüstung oder Waffen her oder verwerte sie 100 Stück. Ja, verwerten, alles verwerten, was wir jetzt finden heute in der Aufnahmesitzung, dann könnten wir das vielleicht schaffen. Ah, okay. Töte legendäre Kreaturen. Ja, vielleicht 5. Okay. Charakter haben wir auch noch was offen. Ja. Überleben haben wir eine Menge noch offen. Kampf haben wir noch offen. NW steht für Nuklear Winter, habe ich letztens so überlegt. Vor einigen Folgen schon mal erwähnt, dass ich da drauf gekommen bin. Ja, manchmal komme ich auch auf was. Ein blindes Huhn, ihr wisst ja. Legt sich auch mal ins Bett im Kornfeld.
Oh, Bogenschießen. Wie viele Gegner haben wir getötet mit der Armbrust? Noch nicht viele. Die Armbrust reparieren dreimal. Das können wir, glaube ich, schon einmal. Und lege die Schussprüfung für Pfadfinder-Pioniere ab. Ja, das können wir noch nicht machen. Ah, hier. Insektenkunde. Okay, da ist ja unser Haken. Bestehe an einem Prüfungsterminal die theoretische Prüfung in Insektenheilkunde. Ja, dann müssen wir nur noch die anderen machen. Stechflügler, Red Skorpion, Red Ameise, Honigbestie fotografieren, Höhlengrille auch. Dafür sind wir hier schon an der richtigen, und Blutkäfer hier. Dafür sind wir ja schon an der richtigen Stelle. Wir müssen dann jetzt nur, ja, mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Wir müssen jetzt nur zur Teekanne und gucken, dass wir die Aufgabe dann machen. Das ist schon der Hammer. Hammer viel. Das ist Hammer umfangreich ist das. Hammer. Habe ich schon gesagt? Hammer. Ja, das meine ich auch so. Die Riesentekanne. Wo ist denn unser Camp? Unser Camp ist immer noch da und... Oh. 28. Da hat sich scheinbar schon jemand so ein paar Baupläne geholt. Wie es aussieht. Ach, und das hier wurde schon eingenommen. Die Tyler County Rennstrecke. Mhm. Naja, ist ja egal. Wir gehen zur Teekanne und hoffen, dass zahlreiche Tiere dort angreifen. Insekten. Das sind ja Tiere. Nein, das sind Insekten. Naja, egal. Seht euch das an. Diese Aussicht ist einfach der absolute Hammer. Ich glaube. Genießt sie, solange ihr noch könnt. Irgendwann wacht ihr mit rostigen Sensoren auf. Ab da geht's nur noch bergab. Gut, auf zur Teekanne. Ja, und wenn wir die Prüfungen bestanden haben, dann bekommen wir Punkte dafür. Halt. Wie viele Punkte bekommen wir denn pro ist dafür? Oh, wer weiß. 100 Punkte hoffentlich oder so. Wahrscheinlich aber eher... Genau einen Punkt pro abgeschlossene Aufgabe. Wir brauchen alleine für die Kaulquappen, haben wir letztens geguckt, 10 Punkte, damit wir uns von jedem Teil wenigstens eines kaufen können. Haben wir denn hier 10 Aufgaben überhaupt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genau 10. Also können wir uns genau von jedem Teil eins dann holen. Naja gut, da sind Baupläne dabei. Die möchte ich schon ganz gerne haben, fürs Camp auch. Ich liebe es doch zu bauen. Ach so, ich weiß schon. C. Ich weiß schon, die Kamera ist wieder nicht geherzt. Ein Koffer liegt hier rum. Wir schleichen uns an. Damit er sich nicht erschreckt. Und dann greifen wir dort rein. Petey. Ich habe von einer Wanderin in einer Familie gehört, die sich verschanzt haben soll. Der Ort heißt AVR Medical Center. Sie sollen dort zwar relativ nett sein, sind aber nicht zum Handel bereit, obwohl sie Rüstungen übrig hatten, zum Beispiel Lederrüstung, linkes Bein. Vielleicht kannst du sie ja dazu bringen, dass sie es sich nochmal anders überlegen. Du kannst es gut mit Leuten, also sprich einfach mit ihnen. Andernfalls schaue ich mit meiner Knarre vorbei. Aha. Aha, da waren wir schon zusammen mit Omega Red. Hallo Omega Red. Und... Da waren wir schon öfter. Hier geht schon irgendwas ab. Wir nehmen schon mal den Fotoapparat in die Hand. Aber ich lösche die Bilder. Ich lösche die Bilder ja nachher immer wieder.
Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Das ist unfair. Du cheatest, die cheaten und dann geht das nicht. Da, getroffen. Aber den anderen eigentlich. Hier vorne den. Hey, ich bin vorbeigerannt. Hey, wieso schießen wir denn nicht? Lad das Ding doch mal nach, wenn du wegrennst. Ich hab doch getroffen. Ich hab genau in die Schulter getroffen. Das muss der gespürt haben. Wir können schon wieder nicht schießen. Wir können nicht schießen. Ach, das ist doch nichts. Hier, ich mache ein Bild von euch. Warum schießt du denn nicht? Oh, 10-mal nachladen das Ding. Jetzt schieß doch endlich. Oh, schon wieder. Das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht spannend oder was, das ist nur nervig. Jetzt schieß doch endlich. Vielleicht ist es witzig, wenn man zuguckt. Ja, ich lache mich immer kaputt, wenn ich zugucke. Na also, sofort nachladen wieder. Ich habe daneben geschossen. Okay, ich gebe zu, das war kein Treffer. Oh, jetzt hast du sofort nachgeladen. Jetzt, wo wir es nicht brauchen. Ja, das mit der Armbrust müssen wir noch lernen, oder? Na. Ja, wenn es so etwas gäbe wie einen... Ach, was machen wir hier eigentlich? Wir brauchen doch gar nichts. So etwas gäbe wie einen Armbrust-Skill oder so, dass man da besser wird. So wie in diesem Ding mit den Dingern. Ihr wisst schon. Ancestor. Hey, du auch hier? Ich habe dich getroffen. Halt. Ich sage halt und du machst weiter. Wie kannst du uns treffen, wenn du da hinten stehst überhaupt? Wie lang ist denn dein Gummiarm überhaupt? Ich habe dich getroffen, genau in die Mitte. Wow, wo kommst du her? Oh, nachladen. Oh, Leuchtfackel. Silber. Das ist fast wie Gold. Wir brauchen Aluminium, damit wir mehr Bolzen herstellen können. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo an einer Waffenwerkbank sind... Oh, US-Handbuch für verdeckte Einsätze 9. Ja, dann an jeder Waffenbank? Ja, an jeder... Nochmal. Immer wenn wir an einem Munitionsautomaten, so jetzt habe ich's, sind, dann sollten wir auch Bolzen kaufen. Die haben da immer so 15 Bolzen oder sowas drin. Das sollten wir mitmachen. Warum benutzen wir die Armbrust? Nun, ich mag die Armbrust irgendwie. Die funktioniert so gut. Die ist schön leise. Die macht so ein schönes Geräusch. Hier ist aber echt nichts zu holen. Ja, ich weiß, aber hier steht doch eine Kiste rum, oder? Zum Verwerten nachher. Ja, wie oft muss ich denn hier drücken? Ich hab's gleich. So. Das ist in der Kiste sehr, sehr ruckelig, muss ich sagen. Seht ihr das, wie sich das hier bewegt? Das ist nicht... Das in der Mitte bewegt sich gut, aber der Mauszeiger, das ist nicht sehr einfach. Eigentlich können wir das blutige Kochoutfit doch auch hier lassen. Das ist gut, das müssen wir uns merken und nochmal anziehen. Wir tragen das die ganze Zeit mit uns rum, aber jetzt haben wir ja die Pfadfinder-Pionier-Uniform, Kaulquappe. Also lassen wir das mal hier. Umso mehr können wir tragen. 0,10 Pfund, das ist sehr viel mehr. Möchten wir hiervon irgendetwas da reinwerfen? Wir sollten immer was zu essen in der Kiste haben. Was können wir noch aufräumen? Der Mottenmann kommt, Teil 1. Kennen wir? Da müssen wir aber bei Zeiten nochmal reinhören. Oh, wir haben ja Baumpläne. Wie schön.
Und diese Notiz macht die Liste jetzt auch nicht gerade kürzer. Freiwillige vor? Ah, das war das mit den Respondern, oder? Die letzten Wünsche behalten wir mal bei. Da können wir vielleicht noch ein paar Fotos schießen. Und die Baupläne, die lernen wir hoffentlich gleich schon. Den gesamten Schrott können wir da reinstopfen. So, da ist die Kiste fast schon wieder voll. Aber wir haben ja in der Nähe doch hier einen Händler, meine ich. Fotofilme, ja. Müssen wir herstellen dann. Ah, da sehe ich gerade Plasmakartusche. Wir haben die Plasmakartusche dabei und wir haben gar keine Plasmakerne mehr dabei. Und wir haben auch, glaube ich, gar keine. Plasmakartuschen brauchen wir also eigentlich gar nicht. Die passen da nicht rein in die Waffe und die Waffe brauchen wir auch nicht mehr im Moment. Die ist zwar gut gewesen gegen Grubenhauer, hat die uns geholfen und gegen Höhlengrillen, aber die ist auch schwer. Wo ist sie? Hier. Hm, schade eigentlich. Ja, die hat uns sehr geholfen. Zum Schluss ließ sie sich aber nicht mal richtig laden. Am Anfang konnten wir, glaube ich, noch 500. Eine Kernladung hatte 500 Schuss und zum Schluss irgendwie nur noch unter 50, meine ich. Wir packen die auch mal rein, wenn es geht. Geht nicht. Kiste ist voll. Schön. Sehr schön. Ja, und nu? Vielleicht verkaufen gehen hier. Geht ja nichts ab gerade. Die Teekanne macht nichts gerade. Wir werden schon Bescheid kriegen, wenn es hier losgeht. Wenn wir verkaufen wollen, dann könnten wir vielleicht auch, ja, geht das auch in einem vernünftigen Deutsch? Vernünftiger Satz bitte? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Alles einsammeln hier. Alles einsammeln und alles verkaufen, was wir jetzt hier einsammeln. Letztens war ein Weihnachtskugel da unten. Ein Weihnachtsverbrannter war letztens da unten. Deswegen gucke ich hier gerade. Diesmal ist keiner da. Nur giftiger Nebel da unten. Kühlwasserdämpfe. Ach, es ist sowieso dunkel. Und ich würde die Fotos sowieso lieber machen, wenn jemand dabei ist. Das ist irgendwie langweilig, wenn man das alleine macht. Also, nehmen wir den anderen Plan. Looten, 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 was wir können und verkaufen alles gleich beim Händler. Es ist ja praktisch, dass die Händler die Kronkorken jetzt zusammengelegt haben. Wer hat das aufgelassen? Denn so wird man doch seinen Krempel los, den man da gesammelt hat. Ansonsten musste man immer hin und her reisen und weil man über Laden ja nicht schnell reisen kann und wir sowieso nicht so gerne schnell reisen, war das immer ein bisschen mühselig. Oh, nein. Die geht doch gleich kaputt. Ah, mach das doch richtig. Okay. Nicht so schreien ins Mikro. Da kippt man ja vom Stuhl. Wer will denn sowas hören oder sehen? Ja, ich sag doch nur. Ihr solltet mich mal hören, wenn kein Mikro läuft. Wenn keine Aufnahme läuft, wenn das Mikro nicht da ist. Ja, was ist dann? Dann sag ich gar nichts. Ja, das will keiner hören. Okay. Och, endlich haben wir die Teetasse gefunden. Die habe ich schon, seit wir hier angekommen sind, in Appalachia habe ich die schon gesucht. Schon 20 Mal gefunden. Egal. Die Flamingos. Oh, noch mehr Teetassen. So, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende. Nicht unserer Kräfte, da sind wir schon weit drüber hinweg über den Punkt. Wir sind am Ende der Folge, wollte ich damit sagen. Ich bedanke mich für euer Zusehen also, für eure Kommentare auch und für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.